Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Ich grüße Sie aus Regensburg, wo ich gerade das Wochenende verbracht habe. Und heute Abend, das verspreche ich Ihnen, möchte ich Sie gar nicht lange aufhalten. Überlegen Sie doch mal eine Minute den Menschen, wo Sie denken, für den wäre es gut, heute Abend zu beten. Eine Minute und überlegen Sie mal, für welchen Menschen es wäre gut wäre, heute Abend den Vater Unser zu sprechen. So, ist Ihnen jemand eingefallen? Dann lade ich Sie ein, dass Sie für diese Person ganz bewusst mit mir heute Abend das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne an diesem Abend Sie und besonders diese Person, an die Sie eben gedacht haben, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, bis demnächst.